So, Leute, wir untersuchen das Ganze hier weiterhin, um zu gucken, was wir noch Tolles ergattern können. Ein Kraut, das könnten wir sogar verwenden, dann sind wir nämlich wieder voll. So, die Kacke hier wäre eigentlich unpraktisch, wenn die hier stehen bleibt, glaube ich. Das könnte zum Nachteil von uns werden. So, was haben wir denn hier noch? Kommen wir hier durch? Ja, habe ich mir gedacht. So, dann schaut euch mal den Raum genau an, wie er aufgebaut ist. Wir können hier einmal rundherum laufen. Leider haben wir kein Deckungssystem. Denn gleich passiert hier eine totale Wichse. So, dann gehen wir mal hier durch. Durch diese tolle Tür. Ich bin der Einzige, der Schritte von sich gibt, das ist schon mal gut. So, die Dinger kann man ja nie öffnen. Das sieht aus wie PlayStation 1 gepixelt. Okay. Maldado. Ich schieße dir mal ins Bein. Mit einem Schaden von 9,0. Oder in die Eier. Und er hält sich das Knie. Schon irgendwie schade, dass sie sich nicht irgendwie die Eier halten. So, ja. Hier haben wir alles. Weiter mit der Pistole. So, und jetzt passiert nämlich was Doofes. Machen wir das hier mit? Ich check erstmal die Lage ab. Wir haben ja bestimmt einen tollen Checkpoint. So, die suggerieren uns also, nehmt bitte das Scharfschützengewehr. So, es passiert noch nichts. Er flüchtet. Du Arschloch. Wächst da was raus? Ne. Oh, schaut mal. Da habe ich ihn eiskalt gekillt. Ich habe ihn geholt. Habe ich ihn. Mit der Pistole. Oh. Ja, ja, ja. Mit der Pistole. Mit der Pistole, Pistole, Pistole. Gib mir deinen Schlüssel, alter Herr. So, Galerieschlüssel. Die Tür hier haben wir geöffnet, dann kommen wir jetzt da geöffnet. Geöffnet, können wir jetzt hier durch. So, das blaue Ding bedeutet wahrscheinlich Mini-Auftrag. Okay, guck mal. Das bedeutet hier den der Schießstand. Gehen wir mal zurück. Passiert das jetzt echt noch nicht? Okay. Naja, dann gehen wir erstmal weiter. Sie ist verschlossen. Hm, bald nicht mehr. Die Galerieschlüssel verwendet. Bam! Oh, das Rätselteil, das war sogar gar nicht mal so einfach, glaube ich. Sorry, du toller Hirsch. Ich weiß nicht, warum die so barbarisch sind und dich hier ausstopfen und vorher getötet haben. Das sind absolute Spastis. Wenn du mich fragst, lieber Hirsch. Jäger haben übrigens kleine Eier, nur damit ihr das wisst. Also Leute, alle, die ihr jagen geht, verpisst euch von meinem Channel. Verpisst euch. So, ganz viel Schuss. Jetzt können wir sogar mal das wieder benutzen, damit wir die zwei Inventarplätze dafür freikriegen. Alter, wir sind total vollgepackt. Wie sollen wir uns denn den großen Koffer jetzt bald leisten? Naja, was haben wir denn hier? Wir haben einmal so Kopf ab, so kreuzigen, erhängen und nochmal erhängen. 6 geopferte Leben bringen neues Licht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sehe 8, okay. Welchen Schalter drücken? Was passiert bei Schalter 1?
probiere einfach mal rum. Ich habe hier keine Logik drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja! Total gut. Total gut. Ich habe einfach rumprobiert. Dadurch haben wir es jetzt geschafft. Öffnen. Oh, was passiert hier? Das ist der Raum, ne? What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Psychos mit den gleichen Gesichtern. Genpool ist nicht sehr vielseitig hier. Kommt da. Armbrust, Arschlöcher. So, TMP-Munition ist immer gut. Oh, Raketenwerfer, Arschlöcher. Von wo denn? Ah ja, alles klar. Oh mein Gott. So, jetzt könnten wir auch mal ein Erste-Hilfe-Spray gebrauchen. Und wir nutzen das direkt. TMP-Munition, super. Sehr gut. Du Arschloch. Da holen wir uns direkt die TMP-Munition wieder. Oh, haben wir alle erledigt. Okay. Was ist denn mit den Raketenwerfer-Wichsern? Kamen die jetzt einfach raus? Waren die das? Ich hätte mich weiter versteckt, aber... Jedem das seine, Leute. Jedem das seine. Team Peace ist also mega stark, ne? So. Was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir hier 117 Schuss noch offen mit der TMP. Dann nutzen wir die auch aus. Wir haben noch Pistolenmunition. Ist auch immer schön zu haben. Hier können wir auf den tollen Knopf drücken. Was auch immer. So. Wir machen erstmal die Dinger unten kaputt, ne? Ah! Gold. Ich muss sagen, so das Ballern und so, das macht mir jetzt schon mittlerweile echt richtig Bock. Mr. Spock. Was ist denn hier auf, was ist denn hier zu? Bisher sind die beiden Haupttore zu, die sind alle hier nur klein, deswegen gehen wir da einfach mal rein. Bams. Ist einfach nur eine Abkürzung. Gibt es ein tolles gelbes Kraut? Können wir das kombinieren? Nein! Natürlich nicht. Jetzt sind wir hier oben. Okidoki. Gibt es ein grünes Kraut? Das kombinieren wir auch schön. Vielleicht finden wir hier noch ein rotes Kraut. Das könnte ja sein. Ja,
Ein toller Knopf, den betätigen wir später. Ich möchte erstmal hier rumgucken. Das ist nämlich der Raum, das ist gar nicht so, wie ich das dachte. So ist das nämlich gar nicht, wie ich das dachte. So, entschuldigt bitte, wenn ich hier 3, 4 mal gucke. Ich wollte euch, ne? Vergewissere mich mal. Ich mache mal einen auf Gronkh und laufe hier 1000 Mal durch dieselben Sachen. So, hier sind keine Türen mehr. Ja, dann drücken wir mal beide Knöpfe und hoffen, dass sich da was tut. Erstmal ihn hier. Lernen uns aus der Puste. Das Sicherheitssystem ist aktiviert. Ich muss es erst deaktivieren. So, das bedeutet, wir nehmen erstmal den roten Schalter da vorne wahrscheinlich. Dann zerficken wir das, was dann auftaucht. Es scheint eine Art Sicherheitssystem zu sein. Deaktivieren, ja. Eieiei. So, da sind sie aber abgetaucht wieder, okay. Das war's, Freunde. Hier? Oder war das auf der anderen Seite? Die kommen hier raus, ne? Da oben. So. Bedeutet, ich muss wohl erstmal den anderen Schalter drücken hier oben. Leon ist sportlich, das macht ihm nichts aus. Sorry, jucken. Jucken, jucken, jucken. Da ist ein Schalter drücken, ja. Wir hören schon. Wie seid ihr zum Teufel dahin gekommen? Mit dem Raketenwerfer. Der hat mich total, der hat mich sofort gegrillt, die Wichser. Oh, ein Teil von der Haupttür da am Anfang. Wisst ihr, die vor uns zugegangen ist? Ziegenornament. Jetzt können wir sowohl zurück als auch weiter unserer Zukunft entgegenschreiten. So. Dann machen wir das. Wir treffen nämlich direkt auf eine Schreibmaschine. Ich mag Schreibmaschinen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespeichert, muss ich sagen. 7:12, was haben wir denn jetzt? Ja. Und schon sehr oft gespeichert, 29 Mal, ich bin so ein Angsthase. Und wir drehen uns im Kreis. Schaut mal, ist ein Schatz. Aber ich kann hier nicht durchschießen. Haben wir hier einen Schatz oder sowas? Nee, ne? Nächster Schatz ist da. Ah, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist auch wieder eine ätzende Stelle. Aber wir kriegen alles hin. Wir sind einen Tag Polizist gewesen, Leute. Pistolenmunition. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Ja, es geht eigentlich. Ja, ballern wir erstmal die TMP leer, weil die hat... ne, die brauchen wir für die Notsituation. Ich liebe die Pistole. So. Geradeaus geht nix. Ah! Gibt es doch nichts einzusammeln, dann gehen wir mal hier durch. Ah! Schießen kurz das Ding darunter. Hoffentlich ist das ein tolles Auge, was wir für den Kelch da brauchen. Ich erschieße euch nicht. Nein, es ist nur ein kleines Spinell. So, hier ist alles dunkel. Und hier auch. So. Was haben wir denn hier Schönes? Weh, da bringt mir nichts, dann hasse ich das Spiel. Okay. So, hier geht's aber einfach nur ins Dunkle.
Und hier rechts ist die Tür, glaube ich, verschlossen, ne? Ja. Sie lässt sich nicht öffnen. Ja, da müssen wir wieder... Wenn mir jemand hilft, komme ich vielleicht von dort oben hinaus hier rein. Ja, mit Ashley müssen wir nochmal hier hin. Das müssen wir uns merken, Leute. Wir wollen nämlich alle Schätze einsammeln. TMP. Ja, damit wird gleich rumgewichst mit der TMP. Die ist ja leider auch schnell leer, sobald man mal Vollgas gibt mit dem Ding. So, dann ist nix. Und hinein da. Kleiner Irrgarten. Sehr nervige Stelle, aber da müssen wir durch. Wir schaffen alles. Wir waren nämlich einen Tag bei der Polizei. Aber ist gleich kommt eine coole Sequenz. Freue ich mich drauf. Sie lässt sich nicht öffnen. Hier ist eine Kerbe. Da steht, zwei Monde bilden einen. So, zwei Dinger müssen wir hier finden. Los geht's. Wir wissen, was da jetzt auf uns zukommt, also ich. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Sagacious as I am. Even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Louis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Erinner dich doch an eine der ersten Folgen, mein Freund. Schau sie dir nochmal an, genau wie ihr. Wenn ihr das nicht mehr wisst, schaut Folge 5. Dann wisst ihr nämlich, was hier abgeht. So, TMP muss hier ausgewählt werden, weil sonst bin ich total am Arsch. So. Mit der Karte finden wir den Weg schon. Nix. Hey Arschkinder. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Wo seid ihr? Sind sehr agil, aber auch sehr schnell getötet. Dann haben wir noch genug von da anscheinend. So. Ich bleib hier. Tschö. Gehen wir erstmal hier in die Ecke. So, ein Ding haben wir also. Gewehrmunition. Okay, haben wir nicht. Macht mir keine Angst, ich schaff das. Ich bin ganz stark. Warum krieg ich Sturmgewehrmunition? Das über die Hecken springen geht mir um den Sack. Machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier lang, wo wir noch nicht waren. Nämlich hier geradeaus.
Kombiniert Time? Ne. Oh, jetzt bin ich aber total voll. Jetzt muss ich echt ein bisschen was verballern. Leute, kommt her. Zeigt euch. Wird lauter. Wie viel davon hast du denn noch, ey? Kann man die von hier sehen? Da hinten sind bestimmt welche. Ich sehe sie sogar. Ha! Na, von hier nicht mehr, okay. Von hier kommen wir, ne? Tür geht irgendwie automatisch wieder zu. Da. Hier rüber. Hier könnten wir dann auch irgendwie, glaube ich, runter. Aber das bringt uns nichts, ne? Nö! Da sind wir ja unten durch, ne? TMP-Munition. Sehr gut, können wir sogar noch aufnehmen. Verrückt. Oh, die nerven mich, ey. Die nerven mich. So, die Episode machen wir noch zu Ende hier. Da hinten haben wir noch so einen Brunnen. Und hier kommen sie nämlich auch noch raus, bestimmt aus dem Zwinger. Ah, hier ist gar kein Zwinger, okay. Jetzt werden sie losgelassen, bestimmt. Du erhältst Mondstein, linke Hälfte, okay. Jetzt haben wir nämlich beide und kommen oben weiter. Haben wir noch einen Schatz oder sowas? Den würde ich nämlich gerne haben, okay. Den holen wir uns. Wir kommen hier gar nicht richtig durch. Okay, erstmal links über die Brücke wieder. Eieiei, ich habe mich sogar erschreckt. Geh mir auf den Sack, du Arschlochhund. Oh mein Gott, ey, ihr seid total laut. Geh mir nicht auf den Sack. Aha. Oh. Ah, Hilfe. Das war brenzlig. Ich höre es aber immer noch. So, meine Freunde, das haben wir auch gut geschafft. Hier an dem Ding vorbei. Wir könnten auch schon wieder abhauen jetzt, aber ich möchte einen Schatz. Ist das hier denn richtig? Soweit. So gut, fast da. Eigentlich ist es ja hier. Hier. Ja, da ist er. Cool, ein Edelstein. Den kombinieren wir direkt. Folge dauert ja schon 24 Minuten, aber Leute, vergebt es mir. Nein. Kombinieren hiermit. Zack, einer fehlt es noch, können wir wieder teuer verkaufen. Das freut mich sehr. Wir haben auch da in der Ecke noch so einen Zwinger, warum auch immer. Ist da die Broken Butterfly drin? Ich habe den ja von oben gesehen, wenn wir hier oben links in der Ecke, ne? Da gehen wir nochmal hin, Leute, den schnappen wir uns. Welche Seite? Rechts. Wir gucken da nochmal hier lang. Nix, machen wir nicht. Hilfe! Eieiei! Nein! Oh, Hilfe! Darf ich wahr sein? Was bist du für ein Zauberhund? Was hältst du denn alles aus? Ich weiß es nicht. So. Und ich dachte schon, ich wäre tot. Hm? Jetzt hören wir die auch nicht mehr. Ne? Machen. Ah, du Wichskopf.
Ah, du Wichskopf, geh mir. Ah, dub, 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 dub. Er rennt mir feucht und fröhlich hinterher. Behalten wir immer nur die TMP, die ist irgendwie am zielsichersten dann, weil die so viele Schüsse abgibt. Da haben wir denn hier tolles. Noch ein Spinel. Guck mal, hat sich doch gelohnt. Ein paar tausend haben wir das dadurch bekommen, meine Freunde. So, checken wir nochmal kurz ab, was hier so geht. So, und zwar hier. Ich hatte ja total die Panik und bin hier einfach dran vorbeigelaufen an allem. Und eigentlich war ja Sinn der ganzen Sache. Ah, guck mal. Da haben wir es schon wieder. Gut. Hier zu schauen, was es hier so gibt. So. Dann haben wir hier alles. Hier oben auf dem Regal steht auch nichts Tolles. Bedeutet quasi für uns, wir können hier durchs Törchen. Hier waren wir auch noch nicht. Anscheinend. Action geladen, alles. Ja, lassen wir das weg. Boah, ich schwitze wie ein Arsch gerade. Hm. Wie ein Arsch am Arsch. Oh ja, warum denn schon wieder? Also, ihr habt sie echt nicht alle, ey. Geh mir doch nicht auf den Sack. Wie viele Hunde hat der? Gehen wir mal hier hoch. Die Treppe hoch. Und dann werden wir in der nächsten Folge, meine Freunde, die Monde einsetzen. Bis dahin, ciao, ciao.